So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem ganz spontanen Stream, ohne langes Intro und so. Ich habe einen Zug bereitgestellt, SM42 mit EN750 zweimal, als Leerfahrt. Und ja, Idee ist, dass wir hier einen Lokzug hier machen. Und der Fahrdienstleiter hier, der war Gott sei Dank so nett und hat mir die zwei hier gespawnt. Das habe ich leider nicht aufgenommen. Und mal schauen. Ich warte auf den Fahrplan. Stunde, anderthalb ungefähr, habe ich ihm gesagt. Soll es ungefähr dauern. Und bis jetzt habe ich noch keinen Fahrplan gekriegt. Also ich würde sagen, so knapp 10 Minuten stehe ich jetzt schon mal hier. Und ja, noch nichts passiert. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, das ist Musik. Das hätte ich gern. Das kommt da auch gleich, liebe Leute. Ich werde da mal ganz kurz Musikstream starten, damit wir das haben. Ganz schön viel los heute. Was machen wir denn so vom Genre her? Electronic and Dance. Hoffentlich ist es jetzt nicht so laut. Ja, mal auf Popular. Ich will eigentlich gerade ein bisschen lauter machen. Ja, so ist, glaube ich, ganz gut. Ja, vielleicht doch noch mal ein kleinen Tick leiser. So. Ja, später gibt es dann auf YouTube in 4K und 60 FPS jetzt neu. Ob es endlich hinkriegt, so zu aufzunehmen. Hat man ein bisschen Probleme gegeben mit der Plague Hotel. Das war so quasi mein Testspiel. So. Ja, was ist denn jetzt mit meinem Fahrplan? Den hätte ich jetzt schon mal gern. Ich denke mal, YouTube, für euch werde ich das ganze Warten ein bisschen rausschneiden. Aber im Livestream ist das ein bisschen blöd, ne? Mal. Hoffentlich bald. Schauen wir doch mal. Ah, blödes Mauslock. Was momentan gerade so los ist. 60 Stationen, 55 Fahrer. Ja, da ist ein bisschen was los. Müssen wir halt gegebenenfalls so sagen, ob die Musik dann nicht zu laut ist. So, ich werde noch eine kleine Sache umstellen. So, das machen wir an. Sehr gut. Ah, ist immer schön. Das lange Warten hier in TD2. Brauche ich da eigentlich irgendwie so ein Minispiel, wo man spielen kann? Dass dann wieder was los ist. Ah, könnte man eigentlich schon mal Google Lens vorbereiten. Wie so spezielle FDLs mit Romanen. Hätte ich das auch schon mal. Ist der überhaupt noch da?
Oder ist er am SWDR? Was heißt das? Wird bald sein. Heißt es ungefähr besetzt. Kein Fahrplan für mich. Weiterfahrt ist auch nicht. Ja, wie schon bei den letzten Streams. Stillstandmanagement hier. Oh jo. Sonst hoffe ich mal, dass ihr eine schöne Woche gehabt habt. Dann natürlich noch ein schönes Wochenende. Kommt der bei mir vorbei? Alle sind zumindest zu. Ah gut, die sind noch gar nicht ins Dach in die Büro. Was ich da so von den Signalen her sehe, wo sie gerade sind. Yay, yeah, ich hab einfach. Oh, was? 20.33 Uhr? Oh no. Ernst jetzt? Ich meine, die Länge wäre schon okay, aber. Ach man. 20.33 Uhr. Was that? Aber er hat mir jetzt TMS gemacht. Das sind einfach so Kandidaten da. Da 14631 Freeway, please. Je nachdem, was halt los ist, kriegst du halt deine Strecke. Muss man halt warten. Der einzige Zug, der da am ehesten Anrecht drauf hat, ist der Intercity, da 50-450. We will try to leave ahead of time. Ja, das wäre super. Sonst muss ich mir jetzt eine halbe Stunde totlabern. Ich werde mich mal ganz kurz anders positionieren. So, angenehmer. Ja, dann gehen wir mal weg von der Lok. Das ist nicht ganz so laut. Bleiben wir mal hier so. Ah, schlimm. Ich sehe gerade, der Fluffy Admiral hat sich ja vor kurzem umbenannt. Ist auch am Stream. Der probiert gerade den Nachtmodus aus im Singleplayer. Ich war leider zu spät mit dem Download, ansonsten hätte ich das auch gemacht. Nachtfahren wäre schon nur witzig. Oh ja, ich verstehe es, dass wieder offline ist. Sonst spielen die Leute mit nur auf Multiplayer rum. Oh scheiße. Können wir fahren? Oh nice. Es geht los. Sehr cool. Es ist mal richtig zu früh. Nice. Ja, weiß. Neuer Verfrühungsrekord. Aber doch zu früh, um das zu sagen. Ja, also das Auskommen ist wirklich die Ausfahrt. Ursprünglich wollte ich eigentlich da hinten bei TM23 reinfahren, weil da normalerweise ein so ein Triebwagen steht. Aber da hat er gemeint, da hat er nichts mehr. Da war jemand schneller.
Und der Josef ist da. Komm mal 24. Übrigens, ein kleiner Tipp. Wenn ihr da selber mal in Stare Lipovo hinter TM23 fahren wollt, dann solltet ihr vielleicht im Vorhinein die nächste Weiche hinter TM23 prüfen, weil die kann falsch sein. Das ist die hier. Und das ist TM23 da. Inklusive dem Gleiser da. Ja, alles weggeräumt da hinten. Da war jemand fleißig. Coole Sache. So, dann gehen wir mal Schmackes. Unser Pharmax 70. Cool, cool. Ja, bin mal gespannt, was wir uns da für Abenteuer heute noch erleben werden. Eventuell, wenn wir jetzt gut durchkommen und wir eine entsprechende Station finden, könnten wir hinten eigentlich noch ein paar Güterwagen anhängen. Ich glaube, wäre jetzt wirklich realistisch, aber wird, glaube ich, gut aussehen. Alles leer hier. Wo es dann wohl hingegangen ist, habt ihr das Signal nur dastehen lassen. Ah, war jetzt ein bisschen dezent zu spät. Nicht aufgepasst. So, werden wir mal langsamer. Er ist zu schnell. Und wieder Stress vom FTL. Ideal mit dem Quelle. Halten gerade die Geschwindigkeit. Ich ist schon okay, wenn wir da mal ein bisschen zu schnell sind. Aber wenn ich ganz langsam, langsamer. Von daher alles gut. Mein Sehen. Ist eigentlich jemand von euch wieder vermehrt am Railroads Online spielen? Ja, ein bisschen mehr Schmack ist hier.
Start wäre jetzt noch was Schönes. Oh, ich sag's euch, bevor ich jetzt den Stream gestartet habe, habe ich Stunden damit verbracht, Aufnahmeprobleme in OBS zu lösen. Egal was ich gemacht habe, ob ich jetzt mit 30 FPS oder 60 FPS aufgenommen habe. Aber wenn überhaupt gar nichts gelaufen ist, ist dann OBS hergegangen und hat gesagt, oh ja, jetzt machen wir mal 50 FPS, oh, jetzt machen wir mal 20 FPS, dann gehen wir da rauf. Und der Grund dafür war tatsächlich nicht das Spiel, was ich aufgenommen habe, sondern ich habe noch vom Vordienstleiter-Video so Inputs offen, wo SWDR und SCS-Fenster aufnehmen sollte. Und auch wenn die nichts angezeigt haben, sie waren halt als aktiv geschalten. Und wenn die aktiv sind, dann sind aber einfach am FPS-Drops gehabt. Und im Forum dann gelesen, naja, mach das doch aus. Wenn das dann eh nicht nutzt und voilà, war mal richtig schön flüssig mit 60 FPS aufnehmen können. Ohne dass ich einmal Skip Frames oder so drin habe. Das ist ja total eklig. Und wenn sich dann später im Video dann das ansieht und dann das Bild wie so springt. Nicht schön sowas. Meinte CC, glaube ich, gehört ja nur zu ihm, ne? Und ein Kollege. Einmal Lichttube. Der mir tut mal wieder. Schneller geht dann hier schon noch wieder bergauf hier. Der Dominik, servus. Na, alles klar bei dir? Ah, das hört man doch gerne. Und bist gut ins Wochenende reingestartet. Ich habe ja gesehen, du warst ja mal heute in der Früh ja schon mal wieder aktiv im TD2. Ja, gerne dazukommen, aber man muss ja arbeiten. Oh, 1,7 Kilometer noch. Wieder vermehrt mit der Lokbremse bremsen. Der ist jetzt nicht gerade schwer, der Zug. Oder ganze Verband, besser gesagt. Der SM42 bremst einfach gewaltig gut. So, da vorne ist ja unser rotes Signal. Keine Einfahrt für mich. Bleib auf der Strecke stehen. Da kommt schon der nächste Zug. Ganz schön was los. Na, macht der Licht hier wohl? Macht er auch nicht. Ich bin gerade nach Glepse gefahren. Hat jetzt falsch ausgesprochen. Und du hast eine gute Fahrt gehabt.
Na, hört man auch gern. Ach, die Fallen ist auch wieder da. Schöner Bahnhof im Wald. Einfach kein Bild vor mir, wie der aussieht. Das ist aber nicht der Bahnhof mit den Handweichen, oder? Ich glaube, wir haben hier dezent ein bisschen einen Zugstau. Davor steht schon der nächste. Kleiner Kopf von da durch. Ja, das ist der. Ah, okay. Muss mir echt mal trauen, da mal FDL zu machen mit Handweichen. Also, wie es aussieht. Von nach vorne. Passt die Musik eigentlich so von der Lautstärke? Und auch das Spiel, natürlich. Also allgemein der Sohn. Wunderbar. Ah, machst du jetzt Lichtstube, wenn ich sie mache? Also was leiser machen? Die Musik oder das Spiel? Die Musik, ja, die kann ich ein bisschen leiser machen. So, jetzt ist sie leiser. Starlipo, möchtest du wirklich ein blockiertes Gleis hier haben? Ich meinte, der hätte da Ausweichgleise. Muss ich mal ganz kurz gucken. Starlipo. Ja, hat er sogar. Theoretisch 1, 2, 3. Wo er mich hinparken könnte. Und da beginnt wieder das Warten. Ja, und jetzt fährst du noch mal eine Runde oder machst du FDL oder erstmal chillen. Yeah, es geht weiter. Nice. Erstmal chillen. Auch nicht verkehrt. Macht doch vermutlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Aufs Absteckgleis. 50, 40 rot in einem Kilometer. Ja, also entweder, was sagt der Triebwagen, also es sind ja zwei Triebwagen da hinten. Sie sind kaputt oder sie werden verschrottet. Je nachdem, mit welcher Fantasie man spielen will. Ja, die haben ja einen Spaß im Chat da. Moin. So, jetzt sind wir mal ganz vor bis zum Signal.
Ah, nice. Freifahrt und tschüss. Cool. Ich mache mal ganz kurz meinen Zug in der Übersicht auf. Bravura, wo bin ich? 32 Minuten zu früh. Cool, läuft bei mir. Einen Daumen nach oben geben. Das jetzt fürs Spawn und für den schnellen Fahrplan und dass er mich früher rausgelassen hat. Perfekter Service. Ich habe jetzt auch bei mir mal wieder die Störungen in Trendriver 2 angemacht, so die Lokomotivsteuerungen. Hab bis jetzt zwar noch keine kassiert, bis auf eine Fahrt mit der EU07, da ist der zweite Fahrschalter nicht mehr gegangen. Aber das war wohl eher ein Bug, als wie dass das eine echte Störung war. Oh, der ganz berühmte Laderuckler mal wieder. Na komm, bringen wir mal so eine Ladebildschirm hin oder mit? Kannst du was trinken? Ich sehe gerade auf Discord, die Leute gerade Spaß am Zocken. Und da ist der Ladescreen. Und er hat schon wieder die Auflösung geändert. Ah, oh, ist das nervig. Oh, wir sind zu schnell. Runter vom Gas hier. Oh, bitte lassen wir diesen Patch kommen. Andererseits würde ich dann die Auflösung ändern können und die Skalierung vom UI. Anaba 3, 2, 1. Mich jetzt stehen lässt. Hab ich war ja noch nie. Aber interessant. Doppelspurig. Oh, die Oberleitung. Haben wir was Neues. Das ist schön hier an TD2. Ich sehe das mal ein Abenteuer, wo man hinkommt. Der macht einen auf Güterzug, also fahrt er dann vermutlich ein SM42. Sofern sie nichts Elektrisches hat. Ja, wieder zu schnell.
Können wir eigentlich rollen lassen. Und vor allem mal Abenteuer für die Triebwagen, wenn der normalerweise hier sonst niemals durchkommt. Nächste Bahnübergang. Das rote Signal. Moin sehen. Na, ah, gefährlich hier. Ohne Schranke. Nice. Er hat aufgemacht. Könnten wir uns eigentlich wieder fancy Außenkamera machen. Ich glaube, mit der 3er habe ich das gemacht. Komm, weiter raus. Weiter, 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 weiter. Ah, geht noch ein bisschen was. Voll die schräge Optik und speichern. Nice. Gefällt mir. Panoramakamera. Ach, da steht ja jemand. Auf meiner Seite. Geil! Cool! Das war jetzt fast in der Katastrophe geendet. Geil! So, jetzt muss ich mal den Chat übersetzen. Was sagt er? Das Problem ist, ah, Mann. I search. Ja, geil. Richtig geil. Was willst du von mir? Mal übersetzen. Oh, ich brauche mal echt einen Live-Übersetzer. Betrat die Strecke, wo ich stand. So, ja. Please go back. Ja. Gott sei Dank habe ich jetzt auch noch einen Videobeweis. Nice.
einmal mit Profis arbeiten. Bin mal gespannt, ob es für das dann ein Ticket geben wird. So, wir können eigentlich hier wieder auf die Fahrposition gehen. Ja, Gott sei Dank konnte ich hier noch gut bremsen und war langsam. Also, wenn das jetzt ein mechanisches Stellwerk ist, das ist ja leider kaum. Aber wäre das gar nicht möglich gewesen, dass er hier das Einfahrsignal aufmacht. Also für mich auf das Gleis. Oh, sieh mal Vorsignale da vorne. Oh, komm, bremse jetzt. Beruhig dich mal. Was willst du jetzt von mir? Was heißt das? Flug machen, sobald irgendwas mit mir eingetragen ist. Ah, ist das Stoppsignal. Macht man über Rot. Ja, ein bisschen weiter nach vorne können wir jetzt schon noch. Oh, ich war sogar im Gang, sehe ich. Ja, mal so ganz langsam vorziehen. Wer denn mit drei Leerwagen? Da ist gar nichts drin. Spannend, spannend. Eigentlich hätte der FDL dann auch nur Radiosop reinschmeißen können. So, hier ist gut. Und da geht es dann eingleisig weiter. Schauen wir uns das mal an. Ein Flügel hier, zwei Flügel da. Da passiert mir jetzt, glaube ich, eh nichts, wenn ich jetzt mal kurz hier rüber gehe. Sehe ich da rein, was du bist? Sitzig bin ich. Dicker Hebelbank oder sowas.
Ah, er ist da drin. Radzemsko. Schauen wir schnell nach, was das hier für ein Stellwerk ist. Sceneries. Filter. Nicht nach frei, sondern die was besetzt sind. Und dann bitte nach Dispatcher sortieren. Und es ist da. Holy fuck! Der macht 1, 2, 3, 4, 5 Stellwerke zeitgleich. Und da wo ich jetzt bin, warte mal, das war Radzemsko. Ja, das ist komplett manuell. Soll ich da vielleicht mal kurz ein Foto machen, dass er da vielleicht überfordert war? Save directly. Okay, machen wir schon mal ein Screenshot von dem Ganzen. Gehen wir wieder in die Lok rein. Wo ist der andere jetzt? Ach, der ist schon vorbei. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Er hat 15, 14 minus. Er sagt ihm ja sogar noch, wie er die Weichen stellen muss. Dem ist eigentlich hier gerade ideal da. Wenn wir gerade zugucken beim Kuppeln. Wo macht schon die Lichter aus? Moin Sinn, zum zweiten Mal. Aber wie kann man nur die Nerven haben, so viele Stellwerke auf einmal zu machen und dann auch noch manuelle. Einmal, zweimal, dreimal, viermal manuell und einmal SBK. Oh, und lasst ihn natürlich auch noch vor mir raus. Na gut, wir da vermutlich einen Fahrplan drin haben. Schauen wir uns den doch mal an. Trains. Steuerung F. 335850. Halt. 3385. Ah, da. 335850. Ach, der fährt nur zu einer Station, nach Kolsko. Ich glaube, die zwei sind irgendwie zusammen. Bei Kolsko, schauen wir doch mal ganz kurz. Wie denn ist? Macht er mich auch da bauen, aber 3, 2, 1. Solche Schlinge sind es, alles klar. Meine Abfahrt um. Es ist einfach so geil, dass man die Semaphore-Signale halt hört, ne? Wenn sie zurückgehen. Geplante Abfahrt 21:15 Uhr. Ah, ja.
So, da jetzt. Bin gerade am Überlegen, ob wir den Stream nicht anhalten. Ich glaube, das könnte ein großes Wortkonzert hier werden. Jetzt war ich die fertige Fahrt auf YouTube geschnitten. Ja, nachdem ich da vermutlich jetzt noch lang stehen könnte, machen wir das so. Also ich werde den Stream erstmal beenden. Vermutlich komme ich später nochmal online. Und dann fahren wir vielleicht Express fahren, weil ich glaube, die Fahrt, die ist jetzt mit viel zu vielen Wartezeiten. Vor allem, wenn wir so einen super Kandidaten haben, der seine Stellwerke nicht in den Griff hat. Weil ich will es auf alle Fälle fertig fahren. Ich möchte da meine Triebwagen hin und her kutschieren. Mal gucken. Also einfach die Notification hier anmachen. Und dann seht ihr, wenn ich schon wieder da bin. Vorerst. Also, wie steht da? Ja, da bin ich wieder und ihr habt es gerade noch gesehen. Diese Pfeife hat jetzt auch noch das falsche Signal aufgemacht. Zum zweiten Mal! Oh mein Gott, was ist denn das für eine Pflaume? Gibt's ja nicht. Na, alle guten Dinge sind drei. Sorry, aber du kriegst von mir Därme noch unten. Das ist leider nicht so cool, was du da machst. Geil. Ja, kommt davon, wenn man so für die Stationen zeitgleich macht, ey. Er hat's geschafft. Gott, Abfahrt. Oh, ich war die ganze Zeit im Gas, sehe ich gerade. Habe ich gar nicht bemerkt. So, schnell weg hier. Ich hoffe, ich schaue nicht nochmal bei ihm vorbei. Katastrophe. Ah ja, was kann jetzt noch passieren? Ah, ich bin wirklich hart am Überlegen, ob ich da ein Ticket aufmache. Aber auf alle Fälle wird er auf YouTube verewigt werden mit dem. Vielleicht findet er sich dann selber mal wieder. So, haben wir da irgendwie geilere Musik? Das wäre super. Bleibt mir auch nicht. Ah, wenn die einfach nicht mal so laut wäre. Oh, sollte auf meine Geschwindigkeit achten. Ja, das war jetzt ein Fail von mir. Und da sind schon die Nächsten, die uns beobachten. Moin. Oh,
Bahnübergang. Aber bitte lass die nächste Station nicht von ihm sein. Aber gerade schon dreifach Fail, wenn man so will. Das passt ein Unfall, dann zweimal Signal falsch. Ja. Schau ich mal ganz kurz auf die Übersichtsseite, wie er mit der Bewertung so steht. Szenaries, Nachname, ich bin hier in Semsko. 56 Daumen nach oben. What the fuck? Seit wann machst denn du das schon? Oh, der ist da heute schon seit 6 Stunden 41 Minuten. Bis dahin ist da nichts anderes passiert. Ich muss da noch mal kurz ins Ticketsystem gucken. Wenn das neu geht. Aber so von der History her macht er das wohl öfter. Dann passieren ihm solche Fehler. Nö, nö, nö. Ah. Ladehänger. Weniger Schmackes hier. So, ne. Also wenn er jetzt auch in Wilzütz hier ist. Ich kann los, mal kurz gucken. Nein, ist er nicht. In Wilhelmistod ist der Grüßzackos oder so ähnlich. SCS-Stellwerk. Angenehmer Song, gefällt mir. Da ist die Grenze. Nice! Wir haben es lebend rausgeschafft. Naja, fast. Darf es einfach nur nicht ab. Ah, jetzt macht er das schon wieder. Mein Spiel. Immer dann, wenn ich aufnehme. Dankeschön. Jetzt sehe ich die ganze Zeit mit 50 dahin. Da steht aber 100. Achso, nehmen wir mit, dann haben wir mal Zeit vertan. 70 dürfen wir dann hier fahren. Ja, dann, Maximum Schmackis. Holy shit, ja, da wäre ein ganzer Roman hier drin steht. Level 12. Guck mal, was drauf hat. Guck mal, hallo. Jetzt wollte ich gerade sagen, das ist einer der Gesprächigen, aber er hat Hallo gesagt. Ah, angenehm wieder ruhiger. Ah, sieht schon geil aus.
Eigentlich hätte man noch einen dritten ranhängen können. Oh, kleiner See hier. Weniger Leistung bitte. Oder gar keine Leistung, ist auch eine Option. Das speichere ich mal gerade für die Innenkamera. Oh, was? Musst du mich weiterfahren? Nice! Nice! Wir können nach Kolsko weiterfahren. Ist aber nett. So, wir werden ein bisschen Leistung geben. Mega früh. Cool, cool, cool. 20 Minuten. Aber wohl noch ein Kommentar zu der Komposition sagt? Das ist der Bahnhof hier. Habe ich aber mal kurz überlegt, ob ich das mache. So, der hier. Ja, man sieht es mit der Kamera nicht. Hier ist ein Stumpfgleis, da kann man fahren. Dort ist Durchfahrgleis, einmal Ausweichgleis. Zweigleisig noch da hinten. Ich glaube, das erste Mal, dass ich hier durchbretter. Schutzweiche. Also jetzt vielleicht war sie sogar mal zweigleisig. Wobei, wenn ich mal den Damm so anschaue, eher nicht. Boah, da haben wir nach oben vergessen. Ich glaube, ich werde mit Stream Deck mal irgendwie so einen Autotaster für ja, ABS und SIFA machen. Dass wenn ich den drücke und fahre und gerade nicht schreibe, dass er irgendwie alle paar Sekunden die Leertaste drückt. Das ist schon ein bisschen fies, ne? Echt mal ausprobieren, ob das geht. Also einfach nur darauf aufpassen. Dass wenn ich dann halt irgendwie chat, dass ich dann diese Autodrückfunktion wieder abschalte. Sonst werden die Sätze ein bisschen komisch aussehen. Und da hängt es wieder. Oh, 50 sogar, ja stimmt ja. Steht ja auch im Fahrplan. Wo sind die 70? Da können wir ja ganz gemütlich runterbremsen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Gerade für einen Moment, wir fahren da auf schwebenden Gleisen. Wäre auch mal ein Highlight gewesen. Sieht ein bisschen unfertig aus hier. Würde das ein Bach sein oder so, was dann hier entlang geht? Oh ja. Haben schon Schlimmeres gesehen als wie das. Ja, schon wieder. Hm.
Signal hat er schon mal nicht offen. Kann ich dann gerade bremsen hier? Jetzt ist es offen. Oh geil, altes Vorsignal. So, haben wir verstanden. Einfahrt ist da. Ich gehe mal auf die Dachkamera. Dann haben wir hier ein bisschen einen besseren Blick an dem, was wir hier alles so haben. Aber schön, dass wir auf diesen Strecken unterwegs sind. Ah, da kommt ja eine Strecke rein. Und sehen wir Vorsignale. 55318 steht. Ja. Wird er uns richtig routen? Rechts von einfach alleine zu. Ja, ich drücke ja schon. Also Kollege. Niedlicher Bahnhof hier. Der fährt mit die Alten. Schön. Ah, ich bin ja noch im Gas. Ich super hält. So, dann lassen wir ihm die Weiche hier frei. In dem Fall, dass er damit irgendwas vorhat. Cool. Ja, dann schauen wir uns mal um. Holzwagen. Den sie eben das Signal aufmacht. Also das Richtige. Na, liebe Triebwagen. Da waren aber kein Gebiet für euch. Wegen so ein Abladegleis hier. Legt da erstmal Kohle rum. Oi. Du, auf Gleisen rumlaufen ist irgendwie uncool, ne? Nur damit ich es gesagt habe. Und Handbreiche hier. Da haben wir schon lange nichts mehr reingefahren. Alte Markierungen. Dann noch warten hier. Aber das sind einfach schöne Wagen. Okay. Also, für euch gibt es dann erstmal wieder einen Schnitt, wenn was Interessantes passiert. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Aber es könnte sein, dass wir jetzt hier wieder ein bisschen länger stehen. Also, bis gleich. So, liebe Leute, es geht wieder weiter. Finally. Fangen wir gerade mal ein Danke. Nice. Ich habe gerade mal die Zeit genutzt, um ein kleines Short-Video zu machen von den Fail vorher. Mal schauen, ob da noch was dazu kommt. Ja, das war's mit der Mega-Verfrühung. Schade, aber immer noch zu früh.
war es ein bisschen zu spät. I know. So schnell weg hier. Oh, haben sie gar eine kleine Brücke hier. Aber was geht die denn drüber? Ganz Fächle. Ja, Tatsache. Dass da hinten wieder endet. Oder anfängt. Wie auch immer man das sehen will. Nächstes sehe ich zu Glitz. Irgendwas mit Blinky. Sieht aber so aus, als wenn das immer hier ein bisschen was Älteres ist. Rein schon von der Deko hier die Wand mit den Bäumen hier. Schon ein anderes Szenario, ein bisschen hübscher aus. Zum Beispiel der Abschnitt da vorne. Ja, da sieht man noch die eine Wand dahinter, aber es sind schönere Bäume. Und wieder diese Rille hier. Immer ein bisschen schnell, oder? Bitte ändert die Auflösung nicht. Bitte ändert die Auflösung nicht. Dankeschön! 3,2 Kilometer wieder Halt. 80 erlaubt. Jetzt ja, sieht gleich ganz anders aus. Sieht viel schöner aus. Oh, da hinten sehe ich auch wieder die eine Wand. Zum Beispiel mit so einem Telegrafenmasten oder Stromleitung oder was auch immer das für eine Leitung ist. Schon wieder? Guck mal. Also wirklich Abwechslung mit den Fahrdienstleitern haben wir heute nicht. So noch Postweg. Nächste Brücke. Oh, interessant. Ich glaube, solche Mauern sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Also diese Stützwände da. Ja, mal auf die 7er Kamera. Können wir mal in alle Richtungen gucken. Echt hübsch gemacht. Ein paar Pferde hier draußen. Lass mal rollen hier. Ein Haltepunkt und ein kleines Dörfchen. Schön. So, keine Einfahrt. Vorne sehe ich auch schon unser Signal. Ah, jetzt haben wir die Einfahrt. Gibt man jetzt schon das Plus Plus. Ja, aber ich halte doch bei ihm. ZG. Ich mach's einfach mal so, weil das sehen wir uns bald, will ich jetzt noch nicht sagen, solange ich da noch nicht weggefahren bin.
schon mal sein Häuschen hier. Da geht's. Ja, es geht für uns rechts rein. Bisschen leer da drin. Ah, da steht der Kollege. Wirklich nett hier. Ist auch ein Anschluss da links? Oder geht's da zu einer Industrie? Da rechts geht's irgendwie zu einer Fabrik oder sowas. Ach, er ist mit dem Traktor unterwegs. In der letzten Zeit auch wieder öfter. Reinsehen. Und tschüss für den Moment. Oh, der hat sogar ein paar Wagen hier rumstehen. Oh, ich glaube, da müssen wir mit so einem Holzzug mal reinfahren. Dann passt es hier von der Szenerie her. Okay, was heißt das? Da ist ein XD dahinter. Kurz fotografieren. Ah, das kann er irgendwie nicht übersetzen. Belkinderzlom. Okay. Ich kann eigentlich mal aus der Lok raus. Dann schauen wir uns mal um. Da hinten ist. Kann ich da durch? Oh ja, geil, ich kann durch. Wo sind die Gleise? Da sind die Gleise. Da könnte man sogar ein bisschen rumrangieren. Okay. Schön. Moin! Ich dachte gerade für. Okay. Hier kann ich also nicht rauf. Auch nicht, wenn ich hier. Nö, geht auch nicht. Da steht der Traktor. Dem laufe ich jetzt mal nicht vor dem Zug. Ach, eigentlich hätte ich hier Bahnstrecken kurz halten müssen. Das hätte, glaube ich, geil ausgesehen. Von der Foto mit finde den Fehler. Hier nix Oberleitung. So, gehen wir in die Lok. Okay. Also, gibt mal wieder einen kleinen Cut für euch. Wenn es dann hier wieder heißt, weiterfahren. So, und wir dürfen fahren. Wunderbar. So, Abfahrt. Aber jetzt gar nicht so lange warten müssen. Und dann haben wir jetzt nur noch zwei Stationen. Sehr gut. Wir sind auch hier mal leicht vor der Zeit. Freut mich. Das ist ohne Komplikationen. Dann gehen wir mal. Maximum Spaggis. Bleib noch mal ganz kurz in der Kamera. Da ist er ja, der Kollege. Ich bin aber nicht mehr sehr viel drin bei dir. Oder sehe ich die Hebelbank einfach nicht? Den anderen jetzt noch irgendwie auf einem anderen Gleis sehen. Da
ganz so lang bin ich jetzt nicht gestanden hier. Nächste Bahnübergang. Alle nicht gesichert. Also nicht gesichert im Sinne von keine Schranke. Aber ökologisch sind sie unterwegs. Mit Windrad. Gleich zweimal. Dann kommen das so Fender für die Bauern, denke ich mal. Weiz oder sowas ähnliches. Bis in die Ferne. Bisschen zu schnell. Ein bisschen bremsen hier. Gut. Ja, da kommt der nächste Halt da vorne. Weg ist er. Nochmal Bahnübergang. Das ist wirklich ein bisschen abschüssig. Entschuldigung. Für wen ist denn der Bahnsteig hier? Ist doch... Für die seine Häuschen da hinten vielleicht. Was ein Luxus. Ach ja. So, dann... muss ich gerade nebenbei noch was vorbereiten. Ein bisschen Gas geben nebenbei. Und tschüss. Hallo Ladescreen. Bitte die Auflösung nicht ändern, da war ich dir sehr dankbar. Spiel. Wer ist unser nächster? Schon wieder er! Das gibt's ja nicht! Da mal! Ja, voll am Dieselstrecken am machen hier. Diesmal nicht durchschicken. Oh, was ist hier links? Ah, da steht noch ein paar Wagen. Wieder Kohle oder sowas ähnliches. Da, ah, diese Holzwagen, mit dem müssen wir eigentlich zu der anderen Station hinfahren. Hier waren mal Gleise. Nochmal nach rechts weg. Wirklich eine Industrie.
challenging, wenn du dann hier da rumrennen bist. FDL will immer schön sagen, was du machst. Wieder ja hier, sonst nicht. Gehen wir mal wieder in die seitliche Kamera. Genug am Dach gewesen. Jetzt noch mit RTX. So, 21.49, gut in der Zeit. Kann man noch hin hier. Gut, lass wir mal rollen. Geile Strecke für Güterverkehr hier. Sogar ein Wasserkran. Einen zweiten, so wie es aussieht. Und zwei Bahnsteige für Personenzüge. Das könnte mir vielleicht auch mal gefallen, wenn ich immer noch ein bisschen fitter bin, außer dem Bahnhof hier. Ich habe noch ein bisschen einen Spielplatz hier. Bei Wasserkräne. Ach, Dampfloks werden schon noch ein Highlight hier. Aber zumindest irgendwie als statisches Modell, das man sich irgendwo hinstellen kann. Oder sogar abschleppen. Das wäre so cool. Statisches Modell, glaube ich, müsste ganz gut zu machen sein. Aber dann ist vermutlich der Aufschrei dann recht schnell da. Mit, oh, lass das fahrbar machen. Okay, wären wir da. Also, wie vorhin, gibt damit dann keinen Cut, sobald es halt wieder weitergeht. Bis gleich! So, dann, wir dürfen jetzt finally fahren. Ich weiß nicht, ob man mich vergessen hat. Weil ich habe ihn dann gefragt, was mit Oniki ist, und dann hat er gesagt, da die Fahrstraße weggemacht. Ah. Gucken wir jetzt mal, weder Daumen nach oben noch Daumen nach unten. Aber die Vermutung ist ganz groß, dass er mich vermutlich vergessen hat. Bei den ganzen Stationen, die er macht. Und tschüss. Gut, aber wir haben mal bei sich schauen, weil sonst keiner da ist. Man weiß es nicht. Oh, wo geht's da hin? Kein Anschluss sein, oder? Die Gleise schauen sauber aus. Man sieht halt leider nicht weit rein. Da hörst du auf. So schnell weg. Was eine lange Fahrt, ey. Ich bin schon so froh, dass wir irgendwie eine mega Verfrühung haben könnten. Und wir sind auch echt früh weggefahren. Aber dann kommen wir doch zu spät an.
So, kleine Diesel-Lok. Gib mal Gas. Maximum Schmackes. Ja, nächstes Mal noch ein Triebwagen. Oder Güterwagen. Vielleicht legen wir da vorne ein, zwei Güterwagen, dann die zwei und hinten nochmal zwei Güterwagen. Ich glaube, ich gebe auch ein geiles Bild. Wobei gibt es ja teilweise, dass es ja so spezielle Güterwagen gibt, die angepasste Kupplung haben, die dann zwischen Lok und dem Triebwagen oder sowas sind. Die dann quasi da als wie sagt man da zu dem Modul? Nee, als wie so den Übergang bilden halt zwischen den Kupplungstypen. Ich glaube, dass du dir die Lok da umrüstest. Bahnübergang! Und zu schnell. Bremsen bitte. Da ist er auch. Eine kleine Bundesstraße. Kann man eigentlich gerade in der Bremse bleiben? Ah, und von der Niki werden wir von oben reinkommen. Mal schauen, wo er uns hinschickt. Meinte bei Oniki, bei dem einzelnen Einfahrkreis, jetzt so eine Langsamfahrstelle. Kann mich jetzt irren, aber ich meinte, da hat es eine. Dann müsste vermutlich die Oberleitung aus dem Nix auftauchen. Ich werde jetzt voll falsch sein, aber ich meinte, da kommt jetzt dann gleich eine Oberleitung. Einfach so. Da sind wir weg. Ah, ein bisschen Schmack ist. Ich bin gespannt, ob wir jetzt einfach einen Ladescreen kriegen und dann ist die Oberleitung da. Oder sie führen das irgendwie schön rein. Ah, noch ein bisschen mehr Schmack ist. Ja. Diesmal ohne Ladescreen. Wer hat's gedacht? Mit Q14. Oh, der ist an einem Teamspeak sogar. Ah, noch etwas, was ich mir vor mich hinschiebe. Dass ich da drin mal bin. Was willst du da? Novi, Zwitzer, Konje. Was? Google Lens, bitte einmal übersetzen. Oder das Ende. Warum schreibt denn er das? Weg. Aber da ist jetzt hier irgendwie Schulung am Laufen. So, 40 km/h in 500 Meter, hab's doch gewusst. Ich meine, hier war die Oberleitung. Ah ja. Also ganz sicher brauche ich mir nicht. Oh, das ist dynamisch, je nachdem, ob es der Anschluss ist. Und ich habe von Oniki von dem oberen Gleit. Ah, nein. Oniki hat hier oben zwei Anschlüsse.
Weil das ist gerade der oben links, also wenn man das Stellpult vor sich hat, das ist oben links elektrisch und dann vermutlich oben rechts nicht elektrisch. Das wird sein, aber die beiden verwechselt. Ja, genau. Und dann, ja, hier ist die Hauptstrecke. Jo, das habe ich verwechselt. Ja, ein bisschen Gas geben, damit wir nicht allzu langsam hier sind. Und der nächste. Wird langsam kuschelig hier drin. Das ist eine schräge Musik am Laufen. Können wir das mal ändern? Gut, einmal auf die Abstellung und dann haben wir es für heute endlich geschafft. Gott sei Dank. Schickt uns gar nicht gerade aus. Ja, wenn er den will. Oder steht hier rechts eine? Wow. Junge, lauf hier nicht auf den Schienen rum. Es ist gefährlich. Aber wenn ja die Leute wieder überfahren. Was sind die anderen zwei Kollegen? Der Einser. Liebener. Ja, da hinten. Was sieht so aus? So, ich würde mal sagen, wir bleiben hier mal stehen. Wunderbar. Können wir die Wagen hier einbremsen? Okay, so wird geschickt, dass er das auch mitmacht. So, machen wir mal die Lichter aus hier. Da kann ich das nicht ausmachen. Okay, ist ja egal. Den Motor machen wir mal aus. Wir gehen hier auf neutrale Stellung. So, und raus hier, damit es hier nicht ganz so laut ist. Ja, liebe Leute, das ist gewesen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Was für eine abenteuerliche Fahrt. Tschüttle! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.